Hallo Leute, so, ich habe ein neues Set von Modbricks. Modbricks habe ich selbst direkt auch noch kein Set gebaut. Ich meine, die legen ja viele Sets auf von anderen Herstellern, wo sie ihren Namen draufdrucken. Aber das hier ist, so wie ich das weiß, ein selbst entwickeltes Set von denen. Der Trench Run Study Culture Explorer, okay. Das ist hier im Grunde genommen der Angriff des Todesstern aus Star Wars, wo sie in diesen Graben reinfliegen, also von den alten Filmen, und sie da längs fliegen müssen, um hinten in dieses kleine Loch rein zu, also Luke in das kleine Loch reinschießen, um den Reaktor zu zerstören. Da muss man den Schuss genau einfädeln und dann fliegen sie immer in diesen Graben rein. Er wird dann verfolgt von zwei Fightern und fliegt dann hier so durch und wird beschossen und alles Mögliche. Ja, kostet bei Amazon, habe ich es jetzt gekauft, 32,90 €. Und gucken wir mal, Science and Techno Replay Experience Feel the Charm of Science. Ja, okay. Hier ist nichts weiter drauf. Hier auch nicht. Auf der Rückseite steht noch die Nummer 6914. Und ich gucke gerade mal, wie viele Teile hatten das. Das müsste doch hier eigentlich auch stehen. 577 Teile. Ist also jetzt nicht der billigste Spaß. Aber es ist eben Mock. Die sind meistens ein bisschen teurer. Gut, gucken wir mal rein, was sich da drin so ja, befindet. Ne? Ich bin gespannt. So. Ich packe euch unten übrigens den Link rein, wo ich es gekauft habe bei Amazon. Falls euch das auch interessiert. Im Vorwege über einen Daumen hoch, über ein Abo. Oder auch einen Kommentar von euch würde ich mich freuen. Das ist natürlich selbstverständlich, dass ich mich darüber freue. Und dann kommt jetzt mal der Karton weg. Ein bisschen lauter war das jetzt gerade. Ich stelle euch mal hoch und dann gucken wir uns das mal an, was da so drin ist. Wir haben hier eine 16x16er Platte, oder? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ja. Dann haben wir hier noch weitere Plates, ein paar kleinere Steine. Noch mehr. Das sind dann drei Typen, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hier liegen vier Steine einzeln drin. Hatten Sie die vergessen, in eine Tüte mit einzuschweißen? Oder ist eine Tüte geplatzt? Habe ich jetzt gerade nicht gemerkt, aber gut. Noch eine zweite 16x16er. Und die Bauanleitung, das war's. Dann kommt das auch mal weg. Und dann würde ich jetzt mal sagen, gucken wir uns einmal die Bauanleitung an. Da ich mal ein bisschen. Oh, der Arm, der knarrt schon mal. Ich muss den mal ölen, glaube ich. Klein gedruckt, aber ich denke mal noch im Rahmen. Oben aufgeführt, welche Teile wir brauchen. Darunter, wo sie rangebaut werden, wird so gearbeitet mit: wir grauen das alles aus, was schon verbaut wurde. Das neue wird dann farbig dargestellt, so wie ich das sehe. Ja, wir haben insgesamt 23 Seiten mit 54 Bauabschnitten. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, ich fange an zu bauen, verteile die Tüten auf meine Bauschüsseln und dann melde ich mich gleich wieder, wenn ich erste Ergebnisse habe. So, wir haben die erste Seite beendet, also bis Schritt 3 gebaut. Und wenn jemand einen Teilespender braucht für graue Teile, dann ist er hier auf jeden Fall richtig angebracht, weil es gibt nur ein paar wenige, die nicht grau sind. Hier sind so ein paar kleine rote dazwischen, da hinten ein paar weiße, aber ansonsten ist fast alles grau. Und bisher haben wir auch nur grau verbaut, die Platte in dunkelgrau und alles, was drauf kommt, in hellgrau. Ja, so sieht es im Moment aus. Noch relativ unspektakulär. Hier haben wir Brick Modifieds dran. Hier oben können wir jeweils eine Sache draufpacken. Hier haben wir Ringe aufgebaut. Ja, hier irgendwie so vier Setzbänke im Eck. Und dann hier diese Runden. Und das war's bisher. Es werden pro Schritt teilweise recht viele Teile verbaut. Zum Beispiel im ersten waren es jetzt mal nur für euch, waren es nur 7. Aber das waren dann auch nur die Platten. Dann im zweiten Schritt waren es dann schon 11 Teile. Und im dritten Schritt haben wir dann 16, 24, 25 Teile verbaut. Also das geht hier recht schnell voran, sage ich mal so. Deswegen hat die Anleitung auch nur 23 Seiten. Gut, dann mache ich jetzt mal weiter. Bis gleich. So, und wir haben Seite 3, also es fängt auf Seite 1, ist die Vorderseite, auf Seite 2 fangen wir an zu bauen.
Und deswegen sind wir jetzt auf der zweiten Seite, also Seite 3. Und wir haben weiter alles hier bebaut. Ja, so sieht eben eine Oberfläche vom Todesstern aus. Finde ich, ist ganz gut. Also wenn man die Filme kennt, dann weiß man, was da alles so hoch steht und rumfleuchten streucht. Also insofern ganz gut gemacht. Steinequalität ist auch okay. Klemmt alles super. Lässt sich toll verbauen. Also bisher keine Probleme. Wir haben jetzt hier eine weitere 8x8er Platte rangesetzt. Hier mit den beiden erstmal verbunden. Und ich denke mal, hier vorne wird vielleicht auch noch eine Verbindung hergestellt zur nächsten. Und dann würde ich jetzt sagen, machen wir auf Seite 4 weiter. Und dann bis gleich. Ja, ich finde es eigentlich ganz witzig, jede Seite zu unterbrechen, weil immer so 4 Bauschritte auf einer Seite sind. Kommt das auch ganz gut hin. Ja, wir haben jetzt wieder die Platten erweitert. Hier unten haben wir einmal wieder eine 8x8er, jetzt hier eine 8x16er, nee, 6x16er eingesetzt. Und haben hier dieses große runde Teil gebaut, hier alles nochmal überfließt. Und die hängt im Moment nur hier oben fest. Das haben wir noch gebaut. Und ja, so sieht's aus. Also macht Spaß, man kommt gut voran. Bauabschnitte habe ich jetzt nicht gesehen. Man findet die Teile aber auch recht schnell bei 574, was das jetzt war. Hat man da jetzt nicht so ein Riesenproblem, die Teile wiederzufinden. Okay, dann mache ich jetzt auf Seite 5 weiter. Da kommen wieder ordentlich Teile dazu, so wie ich das sehe. Und dann bis gleich. So, Seite 5 ist fertig. Was mir aufgefallen ist, wir haben hier ganz leichte Farbunterschiede. Hier der 1x4er und dieser 1x8er Fliese. Die sind irgendwie ein ganz klein bisschen unterschiedlich. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, weil auch so ein hier, die 1x2er, hat wieder eine andere Farbe. Also die 8er haben irgendwie so eine beigere Farbe. Genauso wie dies hier. Die haben, es gibt also sozusagen so einen etwas gelbstichigen Grauton und einen nicht gelbstichigen Grauton. Das wechselt hier überall zwischen ab. Aber ja gut, Todesstern, der ist draußen im Weltall den Kräften ausgesetzt. Da kann das schon mal sein. Aber einmal nur, um es zu erwähnen, falls jemand damit Probleme hat. Ne? Also hier gibt es kleine Unterschiede in den Grautönen. Gut, wir haben jetzt hier im Grunde genommen alles Mögliche weitergebaut. Hier hinten, hier jetzt mehr verbunden, die Platte. Ja, entwickelt sich. Mal sehen, das wird ja noch recht lang. Wir haben noch 2 solche und eine große. Also ein bisschen kommt da noch zu von der Länge her, aber da müssen ja auch 3 Raumschiffe später drauf auf das Teil. Insofern mache ich jetzt weiter mit Seite 6 und dann bis gleich. So, jetzt haben wir 2 Seiten gebaut bis Seite 7, weil jetzt nur noch 2 Bauabschnitte oder Bauschritte pro Seite sind. Machen wir dann jetzt 2 Seiten, solange das so ist. Und so sieht es jetzt aus. Ist wieder um eine 16er Platte größer geworden. Hier haben wir noch was drauf gebaut, hier überall. Und so schließt sich das langsam. Ja, also gefällt mir gut. Und ich frage mich gerade, ob ich das richtig gemacht habe. Verdammt mal. Kann nämlich gut sein. Nö, es ist doch richtig. Die sollen so um. Na, gut, ich frage mich nämlich gerade, wie die Wand hinten rankommt eigentlich, die man hier sieht. Weil hier hatten wir die Brick Modifieds nach hinten gemacht, aber hier nicht mehr. Aber gut, soll so sein, habe ich gerade geguckt. Also schauen wir mal weiter. Sonst muss man das hinterher nochmal ändern. Ja, dann mache ich jetzt weiter mit Schritt 20, weil das war jetzt 19 hier. Den lang hier zum Beispiel hier anbringen. Hier müssen wir ja auch noch mehr raufbauen. Mal weiter blättern, wie es denn jetzt aussieht. Ja, das bebauen wir jetzt alles hier so größtenteils in den nächsten 4 Schritten und dann bis gleich. So, und Schritt 23 oder Seite 9 ist erledigt. Oh, und jetzt haben wir auf jeden Fall alles einmal überbaut. Ja, bis auf die Innenbereiche hier von den Kreisen. Aber sonst ist auch hier nochmal mit so einer Fliese überfließt worden, hier überall. Und jetzt fangen wir, glaube ich, an, oben noch drauf zu bauen, so wie ich das sehe teilweise. Oder auch nicht, wir werden es sehen. Ich blätter nicht vor, aber das sieht doch schon mal ziemlich cool aus. Also, wenn man weiß, dass der Todesstern sein soll, kann man sich vorstellen, dass die Oberfläche so aussieht. Also, würde ich sagen, machen wir weiter mit Seite 10 und Schritt 24. Oh. Ach so, übrigens, hier, die beiden habe ich noch umgedreht. Ich habe noch mal geguckt, die müssen andersrum. Die müssen alle hier mit einem hohlen Bereich nach hinten. Insofern hatte ich das im ersten Schritt falsch gemacht, nicht in den folgenden. Ja, dann mache ich weiter. So, bis Schritt 27 auf Seite 11 haben wir gebaut. Wir haben hier das hier draufgesetzt und um diesen typischen Star Wars Turm eigentlich
kümmert. Also ich finde, der sieht wirklich so aus, wie man die aus vielen Filmen kennt. Und das, ja, ich finde es cool bisher. Macht Spaß, lässt sich alles super verbauen. Hier mein Drehteller drauf. Ob da jetzt noch was drauf kommt, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Und weiter geht's mit Schritt 28 auf Seite 12. Ja. Schreibt doch mal rein, wie euch das hier gefällt. Erkennt ihr den Todesstern darin wieder? Also so typisch Star Wars Oberflächen von Raumschiffen. Würde mich mal interessieren. Und weiter geht's. So, wir haben vier Schritte wieder weitergebaut. Jetzt sind wieder auf einer Seite vier Schritte. Auf Seite 12 sind wir jetzt gewesen. Und wir haben das jetzt angebaut. Ich denke mal, das wird eine von den Rückwänden. Hier mit denen werden die wahrscheinlich befestigt. So rum. Ist jetzt meine Vermutung. Die müssen ja auch noch gebaut werden. Und das sind die letzten großen Platten. Also insofern wird das wohl so sein. Das bauen wir jetzt noch weiter. Da kommt gleich die nächste Platte ran auf der nächsten Seite. Die wird wieder gebaut. Und so war dann sofort. Wir haben ja auch nur noch 10 Seiten übrig. Dann müssen wir ja auch noch die Raumschiffe bauen und alles. Ja, es bleibt weiter entspannt. Mir gefällt's. Ich hoffe, euch auch. Und dann machen wir jetzt weiter. So, bis Schritt, da muss ich mal gucken, 35 haben wir gebaut. Genau, auf Seite 13. So sieht's jetzt aus. Jetzt haben wir die zweite Platte rangesetzt. Ja, also, und haben jetzt ein Stück schon mal bebaut. Und jetzt machen wir gleich weiter und bebauen das immer weiter. Wird von hinten auch nochmal verstärkt, so wie ich das sehe. Und sie muss natürlich auch noch ein bisschen länger werden, weil das ist noch nicht die volle Länge. Ja, sehr viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Hier drin haben wir schwarze Fliesen, die ersten und glaube ich auch einzigen, die es gibt im Set. Nur mal so als Hinweis. Und dann machen wir weiter. Ja, bis Schritt 39 haben wir gebaut, Seite 14. Und wie ihr seht, haben wir jetzt hier zwei Platten hintergesetzt, um das nochmal mehr zusammenzuhalten. Und bauen jetzt hier, haben wir einen Strang oben ran gebaut. Aber wir schließen es trotzdem noch zu mit weiteren vier Dingern. Ich wundere mich jetzt, warum nehmen wir nicht so eine Platte oder sind die länger? Ich habe das jetzt nicht durchgezählt. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, die 14. Das sind 16. Wahrscheinlich gibt es keine 8x14 Platten, deswegen die Lösung. Okay, alles klar. Ja, wir machen weiter mit Schritt 40. Da haben wir dann wieder nur zwei Schritte auf einer Seite. Und dann, ja, da kommt dann in 43 kommt die Rückwand dran. Das machen wir dann wieder zusammen. So, und die Rückwand ist fertig. Wir haben hier noch eine Kanone angebracht, hier, die so schräg aus der Seite in die Wand rauskommt. Das ist ganz cool. Und die Wand kommt eben auf diese jetzt hier drauf. Ich muss mal gucken, wie man das jetzt am intelligentesten angeht. Ob das so einfach jetzt gut funktioniert. Das Problem ist natürlich, die Rückwand ist schon mal fest. Wir gucken uns das gleich an. Ich muss das nochmal so jetzt hier so festdrücken, weil die es hat ja natürlich hinten eine Unebenheit durch die Verstärkung bekommen. Und deswegen, aber es hält. So, guckt euch das an. Das ist doch super, oder? Also ich finde es cool. Sieht gut aus. Hat was. Jetzt kommen noch ein paar Aufbauten drauf, bevor wir mit den Raumschiffen anfangen. Aber gefällt mir schon mal richtig gut. Also machen wir weiter. So, und die Kulisse ist im Grunde genommen jetzt fertig. Wir haben jetzt hier diese drei Dinger hier noch hingebaut. Da kommen, glaube ich, die Raumschiffe drauf. Ist jetzt meine Vermutung. Hier haben wir noch Geschütz auf den Turm drauf gebaut. Und jetzt bauen wir als nächstes die drei Raumschiffe zusammen. Und das würde ich jetzt einmal tun. Und dann setzen wir die zusammen ein und betrachten dann zum Schluss, wie alles zusammen aussieht. Ja. Dann würde ich mal sagen, lege ich los mit Schritt Nummer 46 auf Seite 19 und dann sehen wir uns gleich mit den fertigen Schiffen wieder. So, wir sind fertig mit den drei Dingen, aber nochmal kurz vorweg, wir hatten bei diesen Teilen hier so ein paar Ausfälle. Irgendwie ist da wohl das Ding in der Mitte nicht richtig gesetzt, so dass man die nicht aufdrücken konnte. Und ihr seht, da hat sich auch leider eine Stressknickmarke eingespielt, weil man dann versucht habe drauf zu drücken und das hat sich hochgebogen. Da musste ich dann Ersatz finden. Dann
haben wir die Steine übrig. Übrigens, die eine Stange, die musste ich mit dem Hammer durchtropfen, da ging nichts mehr. Also die war hier bei dem hier, da war nichts. Vielleicht wäre es bei den anderen beiden besser gegangen, aber ich hatte nur mal den Stein gewählt und da ging nichts mehr vor zurück. Das war also sehr interessant. Und jetzt habe ich da gerade was gesehen. Ich muss es nochmal eben kurz verbessern. So. Was gibt es noch zu berichten? Ach ja, hier mussten wir die Reihenfolge der Steine ändern, weil das passte nicht aufeinander. Vielleicht habt ihr das auch. Also bei mir, das sind diese hier. Ich hätte einen gebraucht in Weiß von diesen hier, aber ohne den Punkt in der Mitte. Und ich habe leider selbst keinen und die waren auch dort nicht sozusagen vorhanden. Ich habe ihn ausgetauscht durch einen grauen. Den sieht man hier kaum noch, da hinten drin. Aber gut, das stört mich jetzt auch nicht weiter. Alles klar. Dann fangen wir an mit ihm hier. Das ist der erste. So gehört er. Der kommt im Grunde genommen hier mit der Unterseite da drauf. So, er ist fest. Ich stelle das mal ein bisschen schräg, dann könnt ihr das vielleicht besser sehen. Dann kommen wir zu ihm. Der kommt hier hin. Weil das sind ja die beiden Verfolger. Also da darf man nicht gegenhauen. Ne? Also das ist ja wie gesagt Heck da einer Nuppe. Und dann kommt er auf den drauf. So. Na gut. Konnten wir runterschieben. Ist dann jetzt so passiert. Ist ja okay, er muss ja auch niedrig fliegen. Ja, und so sieht das Set jetzt aus. Genau. Der steht ein bisschen über da hinten. Hätte man ihn vielleicht seitwärts ranpacken sollen. Ist mir jetzt egal. Nein, da steht er wohl einfach über. Genau. Darth Vader, normaler. So war das, glaube ich. Darth Vader hatte den mit den Gebogenen. Das war normaler. Und hier wird er verfolgt. Der Luke. Und der hier schießt in die andere Richtung, aber das soll so sein, ja. Ich finde es schick, sieht gut aus, hat was, also gefällt mir. Schreibt doch mal rein in die Kommentare, ob euch das auch gefällt. Was haltet ihr davon? Ich packe euch unten einen Link rein zu Amazon, wo ich es gekauft habe. Und dann würde ich mal sagen, Kommentar, Daumen hoch oder Abo, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, würde mich alles freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wartet mal, ich zeige euch das nochmal von hinten. So sieht es dann aus. Das ist natürlich jetzt nur Platten. Also das Ding wirkt im Grunde genommen nur von vorne. Ne? So nochmal von der Richtung. Okay, super. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns. Tschüss.